Willkommen bei Sägebob. Hier vor mir liegen die Reste einer Buchsbaumhecke und da stellt sich doch einmal die Frage, ob man Buchsbaum als Brennholz verwenden kann. Aus meiner eigenen Erfahrung heraus kann ich sagen, ja, man könnte Buchsbaum als Brennholz verwenden. Das habe ich selber schon gemacht. Vergleichbar ist das Holz wie Hartholz, so kann man es auch einstufen, da der Buchsbaum eine extrem hohe Rohdichte hat. Und ist aber darauf zu achten, dass der Buchsbaum wirklich trocken sein muss. Und wer schon mal eine Buchsbaumhecke entfernt hat, der weiß sicherlich, wie mühsam das ist, um überhaupt den kompletten Buchsbaum rauszubekommen aus dem Boden. Und ihr könnt schon sehen, solch ein Buchsbaum, der hat je nach Größe viele Verzweigungen. Und da ist auch dieser zeitliche Aufwand, daraus Brennholz zu machen, na, ich will mal sagen, wirklich schon hoch. Und da muss man sich wirklich überlegen, ob man diesen Aufwand betreiben will. Sicherlich könnte man jetzt der Meinung sein, ach, ich nehme jetzt die Kettensäge und säge das Stück für Stück klein, das Holz. Naja, ganz so einfach ist es doch nicht. Auf der einen Seite deshalb nicht, weil dieses Holz gut und gerne mal federn kann. Und das ist gerade bei einer großen Kettensäge nicht gerade ideal. Und des Weiteren hat man eben diese Verzweigungen. Unten im Bereich der Wurzel ist der Stamm noch sehr groß, aber dann ziemlich schnell verjüngt sich der Durchmesser immer weiter. Und da ist dann eine gute Aschschere deutlich besser. Ich zeige es euch kurz. Da kann man das dann hier freilegen, zack. Und schon wird in der passenden Länge Brennholz draus. Wer eine Tischkreissäge hat, der hat es noch besser. Der schneidet einfach unten die längeren Stücke ab an der Wurzel und schiebt dann diese längeren Äste bzw. Stämmchen einfach durch die Tischkreissäge. Oder ihr macht das so wie ich hier. Ihr nehmt eine Mini-Kettensäge, die ist sehr praktisch und dann ist das Kleinschneiden auch kein Problem. Ich zeige es kurz. Bei der Trockenzeit habe ich die Erfahrung gemacht, dass das bei Buchsbaum abhängig ist vom Durchmesser. Die kleineren können in wenigen Monaten schon trocken sein, aber die größeren Durchmesser brauchen etwas länger, gut und gerne über ein Jahr. Was ich beim Buchsbaum sehr schön finde, ist die Maserung. Hier könnt ihr sie sehen. Und da verwundert es nicht, dass das Holz auch zum Schnitzen gerne verwendet wird. Ich zeige es nochmal. Ja, also auch dafür lässt sich Buchsbaum verwenden. Für den Buchsbaum hier habe ich aber auch einen anderen Verwendungszweck. Ich mache daraus kein Brennholz, sondern ich nutze diesen Buchsbaum als Dekoholz. Da blende ich euch mal von Gartenbob oben rechts ein Video ein. Der zeigt euch mal, wie man aus solchen Hölzern wunderbares Dekoholz für den Garten oder für die Wohnung machen kann. Und solche Vergabelungen, so wie hier, kann ich verwenden, wenn ich jetzt ein Reh schnitze oder auch einen Hirsch, denn das sieht aus wie ein Geweih. So einige Zeit später, ich habe den Buchsbaum auch anderweitig verwendet. Ihr könnt das sehen. Ich habe daraus einen Zaun gebaut. Da kann später wilde Wicke hochwachsen und dann dient dieser Zaun sozusagen als Ranggerüst und dann blüht das irgendwann mal alles komplett lila. Ja, wer nicht weiß, was wilde Wicke ist, so sieht die aus und die kann sehr groß werden. Hier wächst sie noch auf dem Gras und hier soll sie dann, wie gesagt, irgendwann mal wachsen. Hier ist mein kleines Stockrosenbeet und hier ist der Zaun nochmal im Detail. Und dieser Bereich hier, der neu gebaut ist mit Buchsbaum, ist dann sozusagen die Verlängerung zu dem Ranggerüst hier. Das ist noch alte Weide. Da wächst bereits Wicke. Ja, und so kann man dann den Buchsbaum auch verwenden. Hier noch der wichtige Hinweis. Ich habe gelesen, dass Buchsbaum, da gibt es ja viele verschiedene Arten, in all seinen Teilen giftig sein soll. Sprich in den Blättern, aber auch in den Zweigen sowie im Stamm hier. Da sollen sogenannte Alkaloide drin sein, die mitunter wirkliche Probleme verursachen können. Aus meiner eigenen Erfahrung heraus kann ich sagen, ich habe bisher noch gar keine Probleme beim Buchsbaum gehabt, sei es jetzt beim Schneiden einer langen Buchsbaumhecke oder wie hier beim Holz. Ich weise daher aber lieber nochmal darauf hin, Buchsbaum soll in all seinen Teilen giftig sein, daher immer aufpassen, aber ihr verhält sich wahrscheinlich ähnlich wie bei Konifere oder Eibe, wenn man die schneidet, ja, oder zumindest wenn man diese Bestandteile essen würde, dann kann es sicherlich zu Problemen kommen, aber wer macht das schon, ja. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Erfahrungen ihr bisher gemacht habt. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.